Hallo, herzlich willkommen bei Konradin Industrie TV hier auf der SBS 2019. Neben mir steht Michael Burgert, Produktmanager bei Dunker Motoren. Vielleicht können Sie zum Start kurz einen Satz zu Dunker Motoren sagen und was Sie hier auf der Messe zeigen. Dunker Motoren ist bekannt für die integrierte Antriebstechnik. Das heißt, wir liefern neben Motoren selbst, liefern wir auch Getriebe, Anbauten wie Bremsen oder hochauflösende Encoder. Und dazu jetzt immer mehr auch die ganze Software, die die Motoren dann auch steuert. Und wir haben voll integrierte Lösungen, das heißt, wir integrieren immer mehr in den Motor. Und jetzt speziell auf der Messe, was sind die Highlights? Auch da bieten wir aus allen Bereichen Highlights, beispielsweise ein Getriebe im Baudurchmesser 22 mm, in der gleichen Baugröße auch eine neuartige Bremse für unseren BGA 22 Motor und auch schon in diesem kleinen Durchmesser eine vollständig integrierte Regelelektronik, die wir jetzt eben auch selbst neu entwickelt haben. Weiter geht's in den Baugrößen 65. Dort haben wir den BG 65 bzw. 66 mit vollständig integrierter Elektronik. Und im Vergleich zu früher, wo wir nur eine Drehzahlelektronik oder Regelung integriert hatten, haben wir heute im gleichen Bauraum auch noch eine Positioniersteuerung. Wir haben vollständige Can-Open-Kommunikation und auch die Möglichkeit, diesen Motor in der Baugröße 65-66 komplett zu programmieren. Das heißt, wir sparen uns damit auch die Ablaufsteuerung, die normalerweise früher auch in externen Geräten untergebracht war. Das Thema Kompaktheit, dafür haben Sie jetzt auch ein Bauteil mitgebracht oder ein Produkt mitgebracht, dass das so veranschaulichen soll, ne? Genau. Man muss sich einfach veranschaulichen, dass hier früher nur eine kleine Drehzahlsteuerung integriert war. Heutzutage findet sich darin nicht nur diese Dinge, die ich jetzt gerade erwähnt habe, wie zum Beispiel die Positioniersteuerung, sondern auch ganz viele Überwachungsalgorithmen. Das heißt, der Motor überwacht sich selbst und kann dann Defekte vorbeugen, indem er erkennt, ja, jetzt komme ich in einen kritischen Betriebszustand. So generell, welche Zielgruppen haben Sie denn? Zielgruppen sind bei uns ganz stark Industrieautomatisierung. Wir haben aber auch viele Kunden in der Medizintechnik, die auch immer kompaktere Antriebstechnik wollen und integrierte Lösungen. Dann Bereich Motive, das heißt Bahntechnik oder ganz stark jetzt Agrartechnik, wo wir auch diese Elektrifizierung ganz stark spüren. Und die klassischen Märkte von Dunker Motoren wie Türautomation sind ungebrochen stark. Die Messe zeigt hier auch immer die aktuellen Trends, Entwicklungen. Welche Trends sehen Sie? Wir sehen jetzt gerade, wenn die Wirtschaft nicht ganz stark ist oder etwas bisschen ausatmet, sehen wir ganz stark den Trend, dass Kunden wieder zu uns kommen und sagen, ja, was habt ihr Neues, wie können wir zum Beispiel das Thema IoT behandeln. Und auch da sind wir an einem Lösungsportfolio, was wir anbieten werden. Da sind wir noch in der Findung. Aber das sind genau diese Dinge, Motorüberwachung, die ich auch schon angesprochen habe, die uns die nächste Zeit beschäftigen werden. Und da sehen wir schon ganz lebendige Anfragen, ganz viele Anfragen. Und ich denke, dass wir hier auch, dass dieses den Markt beherrschen wird. Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche noch eine schöne Messe. Danke. Ich Ihnen auch. Danke.